Ich bin gut drauf und das hat mit dem Thema unserer Sendung zu tun. Wir beschäftigen uns nämlich mit Musik, mit dem richtigen Klang und das auch bald bei Ihnen zu Hause. Und ich habe mir einen Experten ins Studio geholt, der ist auch schon total musikalisch hier unterwegs, am Schunkeln. Ja, Sie hätten gerade gesehen sollen, als wir gerade das Radio angemacht haben, lief gerade ein toller Hit. Sie ist hier, wie hat man früher gesagt, abgegangen wie das HB-Männchen. Aber ist auch kein Wunder, denn der Klang von unserem Radio hier, der ist wirklich einzigartig. Ich kann ohne Musik gar nicht leben. Also ja. Ich weiß nicht, wie es Ihnen zu Hause geht, aber ich brauche einfach Musik. Und ich finde es ganz wichtig, dass man dann auch die richtigen Produkte hat, um überall Musik zu hören. Also morgens, wenn ich aufstehe, das Erste, was ich mache, ist mir Musik anmachen. Und dann koche ich mir einen Kaffee, dann gehe ich duschen. Und ich brauche das immer zwischendurch. Auch wenn ich hier komme in den Sender, dann das Erste, was ich mache, ist Musik anmachen, um gute Laune zu haben. So, und hier haben wir jetzt ein ganz spezielles Radio. Das ist ja kein einfaches Radio, sondern hier können wir natürlich ganz normal herkömmliche Sender über UKW hören. Aber UKW-Radio, also die Ultrakurzwelle, das ist noch analoges Radio. Mhm. So, und überall wird digitalisiert, also wird auch im digitalen Radio die Zukunft liegen. Irgendwann wird es das Analoge gar nicht mehr geben. England denkt übrigens schon drüber nach, das analoge Radio ganz abzuschaffen. Hat natürlich zwei Gründe. Erstens mal, über analoges Radio ist die Qualität des Hörens nicht so gut. Das ist beim digitalen Radio anders. Da ist es, als würde man eine CD hören. Und dann ist UKW natürlich in Frequenzen aufgeteilt. Und die sind mittlerweile alle voll. Da ist kein Platz mehr für neue Sender, für Sparten. Erstens mal ist die Polizei mit ihrem Funk drauf. Dann ist natürlich auch das THW, die Krankenwagen, die besetzen schon mal die Randfrequenzen. Und mittendrin, es gibt überall so viele Radiosender, dass die belegt sind. So, und jetzt haben wir hier die neueste Technik. Nennt sich DAB. Plus. Digital Audio Broadcasting, also einfach digitales Musik erscheinen oder senden. Und das Plus, das heißt, das ist die zweite Generation. Und die ist jetzt so ausgereift, dass auch immer mehr Sender, auch bundesweit, sich daran beteiligen jetzt. Und das Schöne ist, ich kriege die in allerhöchster Klangqualität, so wie du vorhin gehört hast. Also wirklich eine richtig gute Qualität. Das heißt, wenn ich vielleicht ein normales Radio bei mir zu Hause habe, wo ich dann schon merke, oh, die Qualität ist nicht immer so gut, der Sender geht auch mal weg und so weiter, dann muss ich mir auf jeden Fall dann hier so ein Gerät zulegen. Dann habe ich Digitalradio in bester Qualität. Richtig. Stell dir das vor wie beim Fernsehen. Da haben wir jetzt vor kurzem, oder wann war das? Vor 2 Jahren, glaube ich, analog komplett abgeschaltet in Deutschland, weil das Digitale einfach besser ist. Es ist auf den Punkt genau, es ist schärfer. Du hast da keine Frequenzabweichungen mehr. Und genau so wird es im Radio in Zukunft auch sein. Also das ist unser Radio der Zukunft. Und damit wir auch jetzt überall noch auf unsere regionalen Sender zum Beispiel nicht verzichten müssen, falls die noch gar nicht digital senden, dann habe ich hier natürlich auch einen UKW-Empfänger. Wunderschön sieht es aus, um auf dieses Gerät zu sprechen zu kommen, wie es hier steht. Also ganz schick gemacht. Hat so ein bisschen, ein klein bisschen Retro-Look, finde ich. Das mag ich ja immer sehr, sehr gerne. Hier schön gearbeitet auch mit der Materialauswahl. Die Lautsprecher sind rechts und links verbaut bei diesem Gerät. Ja? Und ein toller Klang, ein wirklich toller Klang. Und auch einfach zu bedienen. Du hast vorhin was Wichtiges gesagt, und zwar, du stehst morgens gern auf mit Musik. Das geht hiermit noch einfacher, weil da ist ein Wecker mit drin. Das heißt, du kannst dich mit deinem Lieblingssender in digitaler Qualität morgens punktgenau wecken lassen. Und warum ich punktgenau sage, ein weiteres technisches Highlight, weil hier ist nicht einfach eine Uhr verbaut, sondern eine Funkuhr. Heißt auch, stellt sich natürlich wieder automatisch um, Sommer-, Winterzeit, und zeigt dir immer haargenau die Uhrzeit. Ist natürlich ein Problem, wenn du deine Uhr extra eine halbe Stunde vorgehen lässt, dass du mich nicht verschläfst. Hier musst du dich halt dran gewöhnen, dass sie wirklich punktgenau ist. Und jetzt kann man für so Digitalradios heutzutage richtig viel Geld vergraben. Also die Billiganbieter fangen so bei 99 bis 120 Euro. Sagen, selbst für dieses Gerät ist der empfohlene Preis vom Hersteller 119,90 €, also 120 Euro. Wir dürfen es Ihnen heute anbieten für 75,91 €. Ein toller TV-Sonderpreis. Und gerade jetzt, wo der Frühling ansteht, da möchte man gute Musik haben. Das möchte man vielleicht mal auch mit raus auf den Balkon nehmen oder so und dann einen schönen Klang haben. PX1360 und die 569 ist Ihre Bestellnummer. Wenn Sie sagen, ja, ich möchte jetzt auch richtig guten Klang haben, ein digitales Radio, dann können Sie jetzt hier bei uns bestellen.
Ja, also dieses Digitalradio ist ganz, ganz sicher das Radio der Zukunft. Wir haben noch weitere Optionen. Wir können hier über diese digitale Sender, können wir auch Bilder, zum Beispiel, wenn ein Radiosender jetzt irgendein Lied laufen lässt, dann blendet sie gleichzeitig Informationen zum Lied ein und natürlich unter Umständen auch das CD-Cover, also auch Bilder, Hintergrundinformationen und das nicht wie jetzt bisher, dass du einfach nur 5 Zeichen hast, sondern ausführlich. Und du kannst dir das alles über dein Digitalradio abrufen. Also ganz, ganz sicher Digitalradio. Ich denke mal, in 5 bis 10 Jahren wird kein Mensch mehr über Ultra-Kurzwelle Radio hören, sondern dann hat sich's wie im Fernsehen ja bereits geschehen, das digitale Zeitalter vollends durchgesetzt. Aber du hast uns auch weitere Produkte mitgebracht, Ralf, für besten Klang. Und zwar ein Internetradio-Tuner. Mhm. Und den sehen wir jetzt hier schon im Bild. 161,41 € der Preis. Die Bestellnummer ist hier die PX1416 und die 569. Also auch eine tolle Sache. Und du wirst uns bestimmt gleich erklären, für was man das braucht, beziehungsweise wie das genau funktioniert. Ja, sage ich dir gerne. Also im Prinzip das Gleiche, wie wir gerade hatten, also mit einem digitalen Radio. Genauso auch noch UKW, also DAB Plus und UKW. So, und das ist jetzt aber ein sogenannter Baustein, wie man kennen von den Stereoanlagen. Da hat man früher aufgebaut, den Plattenspieler, der war immer oben, ganz klar, Kassettendeck, Tuner, dann kam vielleicht noch ein CD-Fach, die Endstufe. Und genau so ein Baustein ist jetzt dieser Tuner. Den schließe ich also im Normalfall an meine Stereoanlage an. Das haben wir hier mal gemacht, also hier ist dieser Baustein. Stein quasi? Genau. Möchtest du? Ich gebe dir die Fernbedienung. Darfst du gerne lauter oder leiser machen. Oh, das ist aber schön. So. Guck mal, jetzt mache ich mal ein bisschen leiser. Und jetzt kommt hier aber noch eine Erweiterung dazu. Also, digitales Radio für die Zukunft, analoges Radio, auch für jetzt noch für die regionalen Sender, die noch nicht digital senden. Und jetzt kann ich mit diesem Tuner auch Internetradio empfangen. Also mit diesem Gerät hier unten, was wir jetzt sehen, damit kann ich dann auch Internetradio empfangen. Genau, genau. Ich kann es entweder an mein Internet, also normal ans LAN-Kabel anschließen oder auch per WLAN verbinden. Mhm. Und dann, und jetzt wird es wichtig, kann ich Zehntausende von Internetradiosendern empfangen. Und zwar alles, was ich will. Wenn du irgendwo in Amerika einen Spartensender, der nur von mir aus Square Dance spielt oder nur Country-Musik, findest du alles. Wirklich Tausende von Internetradiosendern. Und die kannst du hiermit mit diesem Tuner suchen und dann auch einstellen. Das ist unglaublich. Über 10.000 Sender. Zehntausende. Also überlegen keiner. Sie mal, wie viele Sender das sind. Und auf der ganzen Welt, egal was Sie gerne hören. Vielleicht haben Sie einen Lieblingssender in einem Urlaubsland. Ich persönlich, ich habe ja auch ein paar Jahre in Dänemark gelebt. Und ich mag immer die dänischen Radiosender, gerade weil ich die Sprache ja hier gar nicht höre. Und zwischendurch tut es dann immer gut, mal wieder das zu hören, um das auch nicht zu verlernen. Und dann mache ich mir zum Beispiel immer Scala FM an. Das ist halt ein dänischer Sender und das höre ich dann immer. Ich muss sagen, das einzige Dänische, was ich immer gehört habe, war, glaube ich, in der Muppet Show, dieses Zmörebröt, Zmörebröt, Remtem, Tem, Tem. Ja. Ist das nicht Dänisch? Ja, was heißt das? Butterbrot? Butterbrot. Butterbrot, also. Zmör ist Butter. Dänisch für Fortgeschrittene. Also, aber dieser Tuner ist wirklich so vielfältig einsetzbar. Ich muss auf mein UKW-Radio nicht verzichten. Ich habe aber hier die neueste Technik drin, DAB Plus, also das digitale Radio, das sich immer mehr durchsetzt. Jeden Tag werden es mehr Sender, die Lizenz kriegen, dann werden ja auch Lizenzen vergeben. Mhm. Und dann noch das Internetradio mit wirklich der Möglichkeit, Zehntausende von Sendern übers Internet zu empfangen und das mit einem Direktanschluss. Ich muss da also nicht irgendwo suchen. Mhm. Im Internet, wenn ich am Rechner bin, kann ich auch mal suchen über Suchmaschinen, Radiosender Malaga oder Radiosender Klein-Kleckersdorf, ganz egal. Die finde ich hier alle automatisch drin und das ist so toll. Und dann habe ich diese unglaubliche Musikvielfalt. Und es gibt ja heutzutage so viele Sender, so viele Sparten. Was ist denn deine Lieblingsart von Musik? Es kommt ganz drauf an, was ich für eine Stimmung habe auch. Deshalb wäre sowas für mich, glaube ich, perfekt, weil du kannst ja hier dann wirklich immer direkt darauf zugreifen, auf welche Musik du gerade Lust hast. Vielleicht hat man einen Abend, wo man ein bisschen so in melancholischer Laune ist, dann hört man vielleicht eher so ein bisschen Jazz oder Blues oder sowas. Wenn man dann so ein bisschen frischere Musik braucht, dann vielleicht irgendwie ein bisschen was rockig, poppigeres, so über den Tag zum Putzen immer irgendwie. Einen schönen
Haus. So Metal. Da freuen sich die Nachbarn dann auch. Und dann voll aufdrehen, volle Pulle. Und ich finde es sensationell, was dieser Radiotuner kostet. Schau mal dahin. Also im Handel habe ich sowas schon mal gesehen, mit der Möglichkeit, digital, analog und auch Internetradio zu empfangen. Und das in dieser Qualität. Da lagen die Geräte alle über 300 Euro. Mhm. Das ist wirklich teuer. 161,41 Euro. Ist bei uns der TV-Sonderpreis. Jetzt an dieser Stelle für Sie PX1416 und die 569. Das ist Ihre Bestellnummer. Wenn Sie sagen, ja, das habe ich schon so lange gesucht. Ich habe vielleicht auch schon im Einzelhandel geschaut, habe mir das schon mehrere Male angeschaut und habe immer gedacht, nee, irgendwie 300 Euro möchte ich nicht ausgeben. Jetzt ist da Ihre Chance für 161,41 Euro, sich so ein tolles Gerät hier zuzulegen, um dann wirklich immer besten Klang zu haben. Und der Klang, den wir hier haben, ist gerade phänomenal. Vielleicht ist es Ihnen aufgefallen. Ich kann ja noch mal ein bisschen lauter machen, denn das liegt an unserer Stereoanlage, die wir angeschlossen haben. Ja, im Prinzip keine klassische Stereoanlage. Das ist eine sogenannte Soundbar. Und jetzt müssen wir Kathi gleich wieder festhalten, weil sonst tanzt sie wieder. Ich habe ruhige Musik angemacht. Wir legen sie vielleicht gerade mal nach vorne, dass wir sie besser sehen, vorne dran. So, schauen Sie mal. Das ist eine wunderbare Soundbar mit einem ganz, ganz satten Klang. Hier dieser Stab, da sind die Boxen drin, die Mittel- und die Hochtöner. Und hier haben wir noch einen satten Subwoofer dabei. Das Ganze natürlich in Holzbauweise, sodass wir auch wirklich garantiert den besten Klang haben. Und jetzt brauchen wir eigentlich gar keine Stereoanlage mehr zu unserem Tuner, weil die können wir da gerne dran machen und problemlos. Aber ich kann auch ganz andere Geräte anschließen. Ich kann zum Beispiel mein Heimkinoerlebnis noch vergrößern, indem ich diese Soundbar an meinen Fernseher anschließe. Kann ich an meinen Fernseher mit anschließen? Selbstverständlich. Hinten habe ich zwei Cinch-Eingänge, also zwei getrennte Eingänge. Jetzt einmal zum Beispiel mein Tuner oder wenn ich noch einen CD-Player habe, den kann ich anschließen. Oder einen einfachen MP3-Player, wie auch immer. Und auf den anderen Kanal lege ich einfach meinen Fernseher. Aber das ist noch nicht alles. Wir haben noch viel, viel mehr Anschlussmöglichkeiten. Ich sehe nämlich hier an der Seite, genau da sehen Sie es jetzt auch, einen USB-Anschluss. Richtig. Das heißt, ich kann da einen USB-Stick einfach reinstecken mit Musik? Genau, deine Musik auf einen USB-Stick drauf machen, hier drauf und dann mit voller Dröhnung. Das heißt, hier 100 Watt Gesamtleistung die Musik hören. Und dann werden sich deine Nachbarn auch wieder freuen. Und das ist immer noch nicht alles, denn wir haben hier auch die Möglichkeit, per Bluetooth, also kabellos Musik zu übertragen. Du hast ja auch viel Musik auf deinem Smartphone und du hörst da auch des Öfteren mal. Also einfach Bluetooth aktivieren, verbinden und dann kannst du über diese satte Anlage hier... Auch wenn ich das mit meinem Fernseher verbunden habe, kann ich trotzdem dann mit Bluetooth darauf zugreifen und dann auch mein Handy wieder mit der Anlage verbinden? Genau, du musst einfach nur die Einstellung umschalten. Von Bluetooth gehst du auf extern 1 oder extern 2 oder umgekehrt oder dann auf den USB-Stick. Ach, das geht ja hier über die Fernbedienung ganz einfach. Ganz bequem im Sofa sitzen und dann die Musik umswitchen, entweder auf den Fernsehton, auf jetzt zum Beispiel hier unseren Internetradio und DAB Plus Radio Tuner oder du machst per Bluetooth von deinem Smartphone, von deinem Tablet. All das ist möglich. Und die Soundbar, die klingt nicht nur toll, ich finde, sie sieht auch ultra schick aus. Ja, die hat dieses Schwarz-Hochglanz, das ist ja momentan ganz modern. Und die stelle ich dann unter meinen Fernseher, wenn ich es mit dem Fernseher verbinde? Kannst oder kannst du auch an die Wand machen? Vorne dran oder wir haben natürlich auch Halterungen hinten dran. So kannst du das auch gerne über dem Fernseher platzieren. Einfach zwei Haken in die Wand und dann hängst du es oben hin. Und ganz egal, wie du den Sound willst, der ist einfach perfekt. Und den Subwoofer einfach irgendwo nebendran, unten dran, weil die Bässe, die gehen dann richtig durch. Und das ist oftmals der Unterschied, wenn du einen Kinofilm siehst, also im Kino, und dann siehst du ihn zu Hause, bist du oftmals zu Hause enttäuscht. Ja. Und das liegt vielmals nur am Sound, weil eben dieses gewisse Etwas, das fehlt. Und das haben wir hier dann absolut. Jetzt überleg dir mal, Jurassic Park, ich weiß nicht, hast du den damals im Kino gesehen? Nee, habe ich leider nicht. Als die Dinos gelaufen sind, hat man immer so ein Wasserglas gesehen und dann diesen Ton dazu, diese tiefen Bässe, dieses brumm, brumm, brumm. Im Fernsehen wirkt das eigentlich gar nicht, wenn du nicht die richtige Soundbar zu Hause hast. Hiermit hörst du die Dinosaurier wirklich genau auf dich zukommen und das ist phänomenal und das mit einer solchen Leistung, die wir hier haben, wie gesagt, 100 Watt und auch hier für ähnliche Geräte zahlst du im Einzelhandel ein
unglaubliches Geld. Aber nicht so bei uns bei Pearl TV. 75,91 Euro ist der Preis für unsere Soundbar hier und mit Subwoofer. Also ein tolles Sound-Entertainment-System für Sie. PX1412. Und die 569 ist Ihre Bestellnummer, wenn Sie sagen, ja, ich möchte tollen neuen Klang. Ralf, das war eine schöne Sendung. Jetzt haben wir richtig Musik hier bei uns. Ja. Und Sie hören sich auch in Zukunft beste Musik über Digitalradio.